It's an opportunity to ask the big questions and to be able to speak to so many artists that respond to what is happening in the world, all over the world, today. Documenta und Volkswagen haben auf jeden Fall Kassel gemeinsam, einer unserer wichtigsten Standorte. Aber unabhängig davon sind beide in der ganzen Welt unterwegs und insofern passt das gut zusammen. Uns ist es wichtig, weltweit Kultur zu fördern. Wir engagieren uns in Kunst und Kultur und es ist einfach eine Selbstverständlichkeit, dass wir hier in Kassel unterstützen. Why the Parthenon and why Forbidden Books? And that makes you think about. Yeah, about what's going on in the world that is so violent and terrible. Ich habe als Kind von der Documenta gehört durch Joseph Beuys. Meine erste Documenta war, glaube ich, 1982 und das hat mich dazu veranlasst, Keith Haring dann zu kontaktieren und zu besuchen. Ich kann eigentlich immer sagen, nach der Documenta beginnt immer wieder eine neue Zeitrechnung in der Kunst, weil bestimmte neue Leute auf der Bildfläche aufgetaucht sind, neue Thesen aufgetaucht sind, eine neue Lesart der Gegenwartskunst entstanden ist und die bestimmt dann auch die Folgejahre. Ich glaube auch, dass eine digitale Welt anders gesehen wird als eine analoge Welt. Insofern muss die Documenta Gleichzeitigkeiten aufzeigen. Also ist sie sicherlich, hat heute eine andere Aufgabe als ganz zu den Anfangszeiten. Was die Documenta wagen muss, ist wirklich die Kunst auswählen, die wirklich in die Zukunft blickt. Das ist auch so, dass es auf eine ganz einfache Art und Weise rangeführt wird. Ein Publikum, was vielleicht mit Kunst sonst nichts zu tun hat, hier gibt es nicht diese Berührungsangst. Kunst aus allen verschiedenen Sparten, also Performance, bildende Kunst. Different artists from completely different places of the world, they have more in common than sometimes from their own countries. Documenta ist dieses Jahr driven by Volkswagen, weil wir die Möglichkeit haben, einen Künstler, der von Athen nach Kassel reitet, mit unseren Fahrzeugen zu unterstützen. Und auf der anderen Seite, wie hier in Kassel Shuttle-Services anbieten, vor allen Dingen aber auch unsere Elektromobilität darstellen können.